So Leute, diesmal mit einem neuen Projekt, was viele von euch sicher überraschen wird, da ich ja letztens erst sagte, dass Elements Destiny erst einmal abgebrochen ist. Aus technischen Gründen, ja, es war nicht gelungen, wir hatten wirklich technische Probleme. Und nutzen das jetzt aus, um erstmal den ersten Teil zu spielen und danach erst das Replay zu Teil 2. Wie immer, wir haben Jesse wieder dabei. Ja, ich bin dabei. Wieder. Immer. Wir brauchen jemanden, der die weiblichen Charaktere vorliest. Es sind ja auch so wenige. Genau. Ja. Dann fangen wir an mit Suis Meisterwerk. Nein. Nein! Schon wieder dieser Traum. Ich bin völlig verschwitzt. Am besten beruhige ich mich erstmal. Ich glaube, ich habe noch etwas Tee von gestern übrig. Nach einer schönen Tasse kann ich bestimmt besser schlafen. Was war? Ja, ein schöner Schrei erstmal im Hintergrund. Der Schrei kam von draußen. Da muss irgendwas passiert sein. Ich sollte mal nachsehen. Allerdings nehme ich wohl besser meine Ausrüstung mit. Sicher ist sicher. Ja, also es ist schon irgendwie böse, was Sui da eingebaut hat, noch mit dem zerfleischenden Geräusch und alles. Aber... halten und so weiter. Ja, das ist das erste Let's Play, was ich mache, was nicht blind ist. So könnte man das nennen. Ich bin dafür verantwortlich, dass den Bürgern nichts geschieht. Aber bei den Geräuschen von eben... Punkte! Nein, daran darf ich nicht denken. Stimmt alles in Ordnung. Hoffe ich. Ja, ja, eine Schwarzdenkerin haben wir hier. Erika. Habe ich mir das gerade nur eingebildet? Erika. Grusel. Nein, da war es schon wieder. Irgendjemand sagt etwas. Erika, sei auf der Hut. Langsam weiß ich, wie ich heiße. Ja, ne? Sei auf der Hut, sonst wird er es dir wegnehmen. Er? Wer ist er? Und was will er mir wegnehmen? Punkte. Ah, ich liebe. Die Stimme ist weg. Was war das? Ich sollte mich auch mal im östlichen Stadtteil umsehen. Das lässt mir einfach keine Ruhe. Ja, wir sind so wahrscheinlich auch schon der 20. oder 30., der dazu ein Let's Play macht. Aber... macht ja nichts. Warum nicht? Ja, ja. Eine schöne Kirche. Kathedrale. Ja. Jetzt ist bloß die Frage, wo dieses komische Event ausgelöst wird. Das war noch etwas weiter östlich, glaube ich. Nee. Das war doch davor in einer Laterne. Unter dem Baum, oder nicht? Welchen Baum? Jetzt. Ah. Nichts. Absolut nichts. Habe ich mir das doch nur eingebildet? Ja, ihr kennt's von ihr. Sie denkt sich immer ganz gern Worte dazu. Ja, ich hab's gerade wieder gemerkt. Es tut mir leid.
Kommt vermutlich von meinen Schlafproblemen. Ich gehe einfach wieder zurück und versuche zu schlafen. Sonst fange ich mir noch eine Erkältung ein. Da war es wieder. Was ist das? Oh. Was auch immer das ist. Ich bin mir sicher, dass die Schreie irgendwie mit dieser Kreatur in Verbindung stehen. Sich an wehrlosen Bürgern zu vergreifen. Nee, vergreifen. Egal. Das werde ich nicht länger zulassen. Da-da-da-da. Ja, das gute alte Kampfsystem von Origins. Möge er seine gerechte Strafe nun. Dämonenhund. Heißen die Severus oder so? Ja, Amen. Es hat uns was gebracht. Es versucht zu fliehen. Ich darf es nicht entkommen lassen. Renn, renn, renn! Ach ja. Ich bin mir sicher, dass es hier lang gelaufen ist. Nanu? Die Tür zur Kathedrale ist ja offen. Ach ja, ich liebe dieses Lied im Hintergrund. Die Mondscheinsonate von Beethoven. Genau. Ich höre was. Da spielt jemand an der Orgel. Und ich spiele mit einer Katzenbrote. Du bist gekommen. Wer oder was bist du? Mein Name ist Diaboros. Und du bist Erika, habe ich recht? Im Übrigen eine rein rhetorische Frage. Ich weiß, dass du es bist. Endlich lernen wir uns kennen. Bist du für diese Kreatur verantwortlich? Antworte! Antwortet. Nimm es ihm nicht übel. Er wollte doch nur ein wenig spielen. Oho. Na warte. Ein Riesenpfeil. Du bist gut im Umgang mit dem Bogen. Aber du glaubst doch nicht allen Ernstes, dass du mir damit irgendetwas anhaben kannst. Auch wenn die Gefahr, die von dir ausgeht, gering ist. So werde ich nicht so dumm sein und ein unnötiges Risiko aufkommen lassen. Deswegen werde ich dich lieber jetzt gleich töten. Was? Wovon sprichst du überhaupt? Ich muss jeden Einzelnen von eurer Sorte auslöschen. Jeder, der elementare Mächte in sich kriegt, muss sterben. Elementare Mächte? Tu mir einfach diesen Gefallen und stirb. Hier. Warte, du kannst nicht... Du lässt nicht mit dir reden. Dann muss es sein. Glaub nicht, dass ich mich einfach geschlagen habe. Ja, wir wissen alle, wie das ausgeht. Tschüss, Erika. Nein. Wie ich bereits sagte, du wärst absolut keine Gefahr gewesen. Es war schön, dich kennenzulernen, Erika. Aber nun wirst du deine... Das ist das Telefon und wir cutten hier wieder.
Ja, da sind wir Ja, wieder. wir sind wieder da. Und wieder war es das Telefon von Jesse, wie immer. Ja, ich bin heute irgendwie sehr begehrt. Ich weiß gar nicht warum. Aber das sollte der letzte Anruf für heute gewesen sein. Wir hoffen es einfach mal. Wir hoffen es. Jetzt kennt ihr alle meine peinlichen Klingeltöne und schrecklichen Klingeltöne. Ja. Ich kannte sie vorher schon, aber gut. Kanntest du? Ja, kannte ich. Oh. Na denn, Also wir weiter gehen weiter geht's. mit dem. Aber nun wirst du deine Augen nie wieder öffnen. Damit wäre es geschafft. Jeder einzelne von ihnen ist aus dem Weg geräumt. Nun dauert es nicht mehr lange und der nächste Schattenzug der Dämonen kann beginnen. Bald. Ist das eigentlich ein Kristall auf seiner Stirn oder ein drittes Auge? Ich würde es drittes Auge nennen. Okay. Sein Gesicht komme übrigens sehr bekannt vor aus irgendeinem Anime, glaube ich. Aber ich weiß nicht mehr aus welchem. Bald wird eine neue Welt auferstehen. Und hier diese schöne Lache. Ach, Ja. die Bögen machen doch immer so herzlich. Ja, ich sag's noch mal. Oder wahrscheinlich jetzt zum ersten Mal. Einige von euch wissen schon. Ich finde diese Idee von Sui, die er hier hatte, mit dem Intro, dass man spielt und dann erst den Startbildschirm nochmal kriegt, einfach genial. Überraschend, wenn man es nicht kennt, aber einfach genial. Nein, du musst mir gerade hier irgendwie, oder geht das automatisch? Es geht automatisch. Ist jede Nacht das Gleiche. Dabei habe ich vor dem Schlafen hier noch extra eine Tasse von dem Beruhigungstee getrunken, den mir Wesker empfohlen. Ich weiß wirklich nicht, wie das weitergehen soll. So, wir können uns wieder mal bewegen. Und das Erste, was sein muss, Klavier. Klavier. Hier stehen die Noten zu einem Stück namens Fatalise. So, wir halten die Klappe und zeigen es euch einfach mal. Okay, das reicht jetzt aber. Ja, wie schon jeder andere gesagt hat, es ist überraschend, dass sie Schlagzeug dabei spielt, wo doch gar kein Schlagzeug in der Nähe ist, aber ja. Soll vorkommen. Golden Sun. Golden Sun, ja? Golden Sun Buch 1. Steht hier im Regal. Ein absolut toller Titel. Golden Sun Buch 2 ist hier zu sehen. Eine wunderschöne Fortsetzung zu einem tollen Buch. Ja, wie ihr seht, Sui ist großer Fan von Golden Sun. Das schöne Dörflein. Ute. Es ist alles so wie immer. Keine Spur von irgendwelchen Monstern. Und es laggt. Ja, so richtig. Okay, wir nach dem nächsten Dialog machen wir erstmal Pause, in der Hoffnung, dass bei der nächsten Aufnahme dann die Lags weg sind. Hey, Erika! Grüne Igelkopf. Also ihr könnt ruhig etwas Oh. schneller laufen. Ja. Einen guten Morgen wünsche ich. Und konntest du diese Nacht besser schlafen? Ich wünsche dir auch einen guten Morgen, Wesker. Aber Aber hat es etwa nicht geholfen? leider nein. Tut mir leid, ich war absolut sicher, dass es funktionieren würde. Warte, ich habe da noch ein anderes Mittel.
bin gleich wieder. Ist schon gut. Mach dir keine Umstände. Aber so kann es doch nicht weitergehen. Ich will nur helfen, das weißt du. Ist schon in Ordnung, wirklich. Stattdessen kannst du mir aber gern sagen, ob es irgendetwas Neues gibt. Auch wenn das hier in Trident wohl eher selten ist, der Fall ist. Nicht wahr? Naja, jetzt wo du es ansprichst. Heute früh ist in der Tat etwas passiert und da sind die Lecks wieder weg. Mhm. Es ist etwas passiert? Jetzt hast du mich neugierig gemacht. Als ich Bürgermeister Grimm heute Morgen bei einem Spaziergang traf, erzählte er mir, dass ein Fremder in die Stadt gekommen ist. Ich selbst habe ihn noch nicht getroffen, aber er soll sich wohl irgendwo in der Stadt rumtreiben. Weißt du, was er hier will? Tja, nun komme ich zum interessanten Teil der Geschichte. Ich suche ein Mädchen namens Erika. Wo kann ich sie finden? Das sollen wohl seine Worte gewesen sein. Er sucht nach mir? Hat er dazu Näheres gesagt? Der Bürgermeister hat nicht viel mehr aus dem Kerl rausgekriegt. Ich sagte, der ist mir jetzt schon nicht geheuer. Ach, das war's wieder. Was ist los? Du sagst also, dass er sich noch irgendwo in Trident aufhält? Ja, er sagte wohl, dass er so lange warten würde, bis du aufwachst und mit ihm, na, gesprochen hast. Moment. Hast du das vor, was ich denke, dass du vorhast? Was denkst du denn, was du denkst, dass ich denke, zu haben? Schon möglich. Aber wir wissen doch gar nicht, was das für einer ist. Und du willst dich einfach so mit ihm treffen? Ja, Papi, das will ich. Dann lass mich wenigstens mitkommen. Du musst mich nicht so in Watte packen. Du weißt gar. Ja, kommt's noch? Ja. Ich kann schon auf mich selbst aufpassen, denn ich bin nicht so wehrlos, wie du denkst. Na gut, dann suche ihn eben allein. Aber sei trotzdem vorsichtig, wir kennen... Wir kennen ihn nicht. Wissen nicht, woher er kommt oder was er will. Ich weiß. Deswegen suche ich ihn ja. Geheuer ist er mir trotzdem nicht. Mhm. Was ist das? Nichts. So Leute, wir cutten hier erst nochmal und versuchen erstmal Lex in den Griff zu bekommen. Bis dann. Ja. Aber so, nur wenn wir sind Mädchen. Wieder da. Ja. Und ja, also, hoffentlich mit diesmal ohne Lex. Wir werden gleich sehen. Und ja, Jesse will unbedingt erst mit ihm nochmal ansprechen. Warum spielt Wesker heute nicht mit mir? Das ist so langweilig. Suchte Freunde, ne? Das wäre vielleicht hilfreich, wenn er sich Freunde suchen würde. Ja. Alte Frau. Als ich noch jung war, haben sich alle Männer nach mir umgedreht. Doch diese Zeiten sind wohl leider vorbei. Das passt ja zu mir wieder, ne? Ja. dass du mich auch nie aufbauen kannst. Warum? Die Schönheit deiner... Sollte man nett zu mir sein, vielleicht? Ich bin immer nett. Ja, toll. Auf meine Art. Ja, deine Art, genau. Das sollte man betonen. Seine Art.
Die Schönheit der Natur hat auf manche Menschen eine beruhigende Wirkung. So wie auf mich. Eine Nonne. In Weiß. Hm. Ja, sowas gibt's. Aber ich finde zumindest gut, dass Sui mir die Arbeit abgenommen hat und mehr weibliche Charaktere eingesetzt. Das Sortiment im Shop ist auch schon mal größer gewesen. Nachnähen. Mit. Das Wetter ist absolut herrlich, findest du nicht auch? Da möchte man am liebsten einfach auf die Wiese, sich am liebsten einfach auf die Wiese legen. Oh, ich kann nicht lesen. Nee. Oh Mann, mach mich doch nicht fertig. Und den Tag genießen. Ach ja. Ich bin, glaube ich, nicht für so fröhliche Charaktere geeignet. Nee, ja, anscheinend nicht. Autsch. Böser Schreibfehler. Oh. Ein gemütlicher Spaziergang im Sonnenschein. So gehört sich das, nicht wahr? Du meinst das gemütlich? Ja. Mhm. Du kannst du ja Bescheid sagen. Noch ein Kind. Am liebsten spiele ich Fang mit den anderen Kindern was Striden. Aber heute hat keiner Zeit für mich. Das passt so gut. Ich hab nicht ganz leichte Erkältung. Deswegen hört ihr mich vielleicht öfters mal ein bisschen die Nase hochziehen. Oder die Stimme verlieren, je nachdem. Ey, es leckt wieder. Ja, ich merke es. Gut, Leute, das wird heute wohl nichts mehr. Wir sagen bis zum nächsten Mal. Nach diesem kurzen Part, ja. Kurzen Part ist gut, das waren mindestens 20 Minuten. Echt, schon wieder? Oh. Also dann, Leute. Bis da. Bis zum nächsten Mal, was dann irgendwann sein dürfte. Mhm. Sollte sich die Möglichkeit ergeben. Wir sagen erstmal bis dahin und gute Nacht.